So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Jurassic World Evolution 2. Dieses Video wird gesponsert vom Epic Games Store. Solltet ihr das Gefühl haben, dieses Spiel ist wie geschaffen für euch und ihr habt da mega Bock drauf, kauft es gerne im Epic Games Store, erster Link in der Videobeschreibung und benutzt auch gerne meinen Creator Code Hand of Blood. So, Jurassic World Evolution 2 ist ein Dino-Park-Aufbau-Simulator, so ein bisschen wie, es gibt ja immer diese Zoo, Junge, da gibt es auch einen Überbegriff, diese ganzen Zoo- und Freizeitpark-Aufbau-Simulatoren und hier City-Builder, da spielt das mit rein, allerdings nochmal sehr eigen. Ist der zweite Teil, der erste Teil kam, ich glaube, vor, 3 Jahren raus. Witzigerweise weiß ich das noch sehr genau, also nicht genau das Datum, aber dass das Spiel rauskam und wie das so war, weil Mori damals das erste Mal auf seinem Kanal, ein alter Kollege von mir, Gameplay gebracht hat. Und das war witzigerweise Jurassic World Evolution. Kurz nachdem wir Dodo Wars 2 quasi gebracht hatten, beziehungsweise Spandauer Dodo Wars. Das war ein Arc, so ein Survival-Projekt von mir hier auf dem Zweitkanal. Sehr zu empfehlen. Es gibt in diesem Spiel nicht den einen Modus, den man spielt. So wie ich das jetzt verstanden habe, ich habe den ersten Teil nicht gespielt, das erstmal vorweg, ist es so, dass man also grundlegend im Sandkastenmodus dieses typische, so ich hole hier das Maximum raus, ich baue meinen krassesten Park. So, aber man schaltet tatsächlich Sachen frei bei dem Herausforderungsmodus. Ich klicke da einfach mal drauf. Okay, never mind, vielleicht noch nicht. Da gibt es so Herausforderungen, die gehen teilweise auch auf Zeit, wo man Dinge freischaltet, ich glaube Fossilien oder bestimmte Dinos, die man dann zum Beispiel im Sandkastenmodus wohl spielen kann. Dann gibt es den Chaos-Theorie-Modus. Der ist ganz nice, weil in jedem Jurassic Park oder Jurassic World Film gab es ja immer irgendeinen Park, wo alles scheiße lief. Und in diesem Chaos-Theorie-Modus spielt man den jeweiligen Teil und muss es aber besser machen. Ist ganz nice. Und es gibt den Story-Modus, die Kampagne. Da habe ich jetzt aus einem Test zumindest gehört, dass der jetzt nicht so pralle sein soll. Eher so eine Art ausgedehntes Tutorial. Und von daher perfekt für mich. Glaube ich, dafür, dass ich den ersten Teil nicht gespielt habe. Anscheinend auch ein neuer Modus. Und es gibt wohl Inhalte, die man zum Spiel noch herunterlädt. Das sind, und dem gehe ich mal nach, unter anderem ein Deluxe-Upgrade. Ja, in der bekommt ihr 5 spektakuläre prähistorische Tiere, die man sonst nicht hätte. Und das, muss ich sagen, finde ich nicht so nice. Weil es handelt sich hierbei um ein Spiel, was jetzt nicht Free-to-Play ist und sich mit Skins finanziert, sondern hier bezahlt man halt wirklich was, ja, für ein Spiel mit auch ordentlich Spielzeit. Und das Spiel an sich ist auch nach meiner Auffassung ziemlich nice und ja, bringt einige Stunden Spaß. Aber das nur auch mal angemerkt. So, wir zocken die Kampagne. Ich hab mega Bock. Paar schöne Dinos. Jurassic World. Alter, Leerpause, das habe ich noch nie erlebt. Man kann einfach den Cinematic pausieren. Ja, geil. Also ich habe richtig Bock, ein paar schöne Dinos zu angeln und die auszustellen und damit Money zu machen. Hier beginnt unsere Geschichte. Ein wissenschaftlicher Durchbruch, ohne jede Rücksicht auf die Konsequenzen. Die Natur nahm ihren Lauf und entfesselte Chaos. Diesmal hatten wir eine noch größere Illusion von Kontrolle. Und das Chaos war noch viel schlimmer. Kurze Anmerkung aus der Regie, also von mir. Dieses Spiel spielt nach den Ereignissen von, ihr merkt, ich habe mich vorbereitet, von Jurassic World, das gefallene Königreich. Das ist der zweite Film, nämlich.
Ich habe nur den ersten geguckt, danach hatte ich erstmal, war ich bedient, was Jurassic World angeht, zumindest filmisch. Aber nur am Rande. Und kurz wussten wir wieder, wie wertvoll das Leben ist. Aber im Lauf der Zeit verblassen die Erinnerungen an den großen Kontrollverlust. Und Ehrgeiz kann sehr hartnäckig sein. Für die zurückgebliebenen Ein Saurier Stegosaurus. verlor die Zeit an Bedeutung. Von Wundern der Wissenschaft zu Objekten der gnadenlosen Ausbeutung. Handlung. Vielleicht sollten wir sie überdenken, die wahre Natur der Natur. Ein endloser Zyklus mit nur einem Ziel: Überleben. Oh. Und das heißt, Saurier und Menschen müssen einen Weg finden, ihre Differenzen beizulegen. Saurier und Menschen müssen einen Weg finden, ihre Differenzen beizu. Ja, gut, die doofen Saurier, ne? Die Haltung der falschen Saurier im selben Gehege führt eventuell zum Tod der Saurier. Halte sie getrennt, wenn du ein Blutbad vermeiden willst. Ich habe mega Bock auf Blutbad, bin ich ehrlich. Ja, da bin ich auch mal Für ganz uns transparent. ist eine Wüste nur ein Ödland. Da Arizona. leben nur die anpassungsfähigsten Lebensformen. Doch vor Millionen von Jahren gediehen in diesen Gegenden Lebewesen. In Anbetracht der geologischen Geschichte hier ist es daher gar nicht so abwegig, dass Saurier im Gras rumlaufen. Die aktuelle Situation, freilaufende Saurier, ist für die Verantwortlichen unhaltbar. Diejenigen, die denken, sie hätten die Verantwortung. Wir haben also ein Problem oder eine Gelegenheit. Nun, hier kommst du ins Spiel. Sie haben meine Warnungen früher schon ignoriert, aber vielleicht wird es dieses Mal mit dir anders sein. Ich nehme die Ungewissheit in Kauf. Ich muss sagen, dass es bisher sehr. Okay, ich schätze, es wäre angebracht, wenn ich mich vorstelle. Ich. Ganz kurz nur, ich finde es mega geil, dass ich Pause drücken kann. Das ist der Traum eines jeden und einer jeden Let's Player in. Das ist der Hammer. Ich wollte nur einmal sagen, ich fand es jetzt alles sehr schön aufbereitet. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Hier mit den Cutscenes und toller Sprecher und so, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich sagen. In Cabot Finch, stellvertretender Direktor der US-Naturschutzbehörde. Ich weiß, das klingt wichtig und das ist es auch. Aber verlieren wir uns nicht zu sehr in Titeln und Organigrammen. Ich mache es einfach. Sie arbeiten für mich. Sehen Sie? Nichts dabei. Sie werden mit den Experten arbeiten. Das sind Claire Deering und Owen Grady. Und ja, wir haben direkte Erfahrungen mit den Sauriern gemacht. Ich bin die ehemalige Leiterin von Jurassic World. Owen und ich haben dabei geholfen, den Park zu errichten. Und leider waren wir auch bei seiner Zerstörung anwesend. Und da ist Owen. Er arbeitet mit den Velociraptoren. Man könnte mich ein Saurier-Cowboy nennen, aber offiziell bin ich Tierverhaltensforscher. Ich habe gerade eine Vertrauensbasis mit ihnen aufgebaut, als das losging. Okay, wir müssen sofort ein paar Dinge in die Wege leiten. Beginne mit einer Unterstützungsanlage, mit einem Ranger-Team, mit Geländefahrzeug. Und einem Helikopter-Einfangteam. Okay. Also anscheinend. Ich habe ja den zweiten Film nicht geguckt. Anscheinend gibt es jetzt auf dem Festland Dinos und irgendein Park ist Schrott gegangen. Ob das jetzt. Das war jetzt wahrscheinlich der zweite Park, der. Naja. Okay. Also. Wir sollen eine Unterstützungsanlage bauen. Ranger-Teams überwachen das Saurierwohl und führen Reparaturen im Park aus. Das Einfangteam betäubt Saurier, die umgesiedelt werden sollen. So wie ich das erfahren habe, ist es in dem Spiel so, man bekommt Saurier in seinem Park, entweder indem man sie durch Fossilien, die man findet und erforscht, ausbrütet, oder indem man die in der Wildnis fängt.
So, das wird jetzt gebaut. Wir haben übrigens 3 Millionen Dollar. Und jetzt einen Notfallgenerator. Sollten wir einen Notfallgenerator errichten und dann dessen Strom in die Unterstützungsanlage einspeisen. Stelle sicher, dass das Gebäude mit dem Wegenetz verbunden ist, damit es auch einsatzfähig ist. Wegenetz. Wegenetz. Das heißt, ich muss ja einen Weg... Ja, alles easy. So. Ach geil, dann hat man so eine schöne Linie. So. Ist das gut? Passt das so? Ist das... Reicht das? Verbinde die Unterstützung. Ach so, ups. Ich meine ja die. So, jawohl. Abfahrt. Man kann halt ultra weit ranzoomen, ne? Holy shit, das ist mega geil. Könnte schwer werden, den Saurier vom Boden aus zu finden. Und ungemütlich, wenn wir ihn tatsächlich auftreiben. Dann ist es sinnvoll, ein Einfangteam-Helikopter zu nehmen. Sie können das Tier aus der Luft betäuben. Also, ich habe doch gute Ideen. Hey, ich steuere den Heli! Okay, ich... Hype in Chat. Nee, ich weiß jetzt nicht, was wirklich krass neu ist und was schon im ersten Teil da war. Ich habe damit jetzt... Also, ja, gut. Lokalisiere Saurier mit Priorität in der Umgebung, indem du den Kompass am oberen Bildschirmrand nutzt. Nähere dich dem Saurier und wechsle mit R zum Zielmodus. Feuere im Zielmodus Betäubungspfeile ab. Hä? Halbes Rollenspiel, das ist ja geil. Okay, also dahin soll ein Saurier sein. Der jetzt ist halbe Battlefield, ne? Okay. Hey, nice. Warte, wie sinke ich ab? Mit Steuerung. Und mit Leertaste geht's hoch. Da ist einer. Jo. Den machen wir weg. Junge, jetzt wie arg, wenn man Dino zähmen will. Hey, juckt den halt nicht, ne? Okay. So, und jetzt? Landen? Ja, hier ist Owen. Verstanden. Wir haben ihn erfolgreich eingefangen. Ich wusste, du würdest es schaffen. Kein Zweifel. Wirklich? Hm. Vielleicht ein oder zwei. Naja, besser als sonst. Das reicht mir. Also, wo schaffen wir den Saurier hin? Wir haben das Gehege. Jetzt fehlt nur noch die Lieferung. Tue ich das nicht immer? Warte, sag jetzt lieber nichts. Zum Einsammeln des Produktes unterwegs. Zum Einsammeln des Produktes. Geil. Oh, war ich jetzt zu schnell? Pausiere die Zeit mit leer, ja. Beschleunige die Zeit mit 3. Beziehungsweise mit 1, 2, 3. Die moderate Nutzung von beschleunigter Zeit stellt sicher, dass Probleme in deinen Anlagen nicht aus dem Ruder laufen. Gibt wahrscheinlich auch später so krasse Herausforderungen, dass man ohne Pause und so spielt. So, ich erhöhe mal Tempo. Alter, Junge. Das Spiel sieht richtig gut aus. In freier Wildbahn leben zu lassen. Das bringt ganz neue Herausforderungen. Das ist so ein Krokodilartiger, oder? Oh, Riesenvieh, ey. Okay. Ey, ich bin gerade mega gehypt. Abflug. So. Okay. Ey, bisher war alles sehr intuitiv. Intuitiv. Intuitiv? Nee. Hat nichts mit Nordpol zu tun. So. Lol, mittlerweile ist er aufgewacht. Oh Gott, er ist sauer, glaube ich. Ist er sauer? Bricht er aus? Okay. Oh, ich erkenne diesen Saurier. Er sieht gut aus. Ist schwer zu vergessen, wenn man einmal mit einem eingesperrt war. Wir konnten den Baryonyx damals nicht retten. Aber den hier bestimmt. Baryonyx gibt's, glaube ich, auch in Ark, oder? Ich glaube. Ach so. Es gibt nicht viel, das die Saurier hier fressen können. Wir brauchen eine Futterstation innerhalb dieses Geheges. Hungrige Saurier machen mich nervös. Ja, das geht mir auch so. Hä, ich kann die anwählen und dann hat man diese Kamera, die dem folgt. Das ist ja mega nice. Ich bin gerade echt sehr positiv angetan. Oh, nice. Jetzt sitze ich ein bisschen davor. Ich rück mich mal kurz hier hin. Also, wir brauchen eine Futterstation für Fischfresser. Gut. Hier ist ein Wassersymbol. Nee, ne? Das ist einfach nur
So, hier ist, das ist Blattwerk, Wasserterrain, Futterstation für Fischfresser. Und das tue ich jetzt ins Wasser, ja? Geil. Frisst er jetzt? Hier ist alles bereit. Verstanden. Okay, wir müssen den Gesundheitszustand des Sauriers vollständig erfassen. Benutze ein Ranger-Team-Fahrzeug. Owen hilft dir dabei, das Tier aufzunehmen. Dann können wir weiter planen. Abfahrt! Yeah! Kann ich hupen? Plan. Ich meine, ich war immer eher der Typ Lernen durch Praxis. Lernen. Wenn das nicht klappt, machen wir es auf deine Art. Klingt zumindest nach einem Plan. Ja, ist ja hier auch alles mit den Charakteren aus dem Film, aus dem Movie, ne? Ranger-Team stellen die aktuellen Saurier wohl Infos via Statusüberprüfung bereit. Errichte Ranger-Posten in deinem Gehegen, Plural, damit diese all deine Spezies abdecken. Ranger-Posten? Hey, der wohnt dann in der kleinen Hütte oder was? Ranger-Teams können dann zur Patrouille von Ranger-Posten zugewiesen werden. Wobei sie regelmäßig eine Statusprüfung aller Saurier in Reichweite durchführen. Ist aber in so einem Jeep mit... Also ist mutig, oder? Ist schon eher mutig, oder? Hä, ich fahre da jetzt da rein? Hä, und wenn der mich jetzt isst? Oh, jetzt hat er eine Waffe. Aber geile Mucke. Ich glaube, ich muss näher ran. Warte mal. So. Jo, er ist immer noch ready. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe Respekt vor ihm. Wiener? Ich, was ist... Ist er aggressiv? So? Hey, der hat doch... Oder ist das ein... Oder frisst der nur Fisch? Muss man sich irgendwie vorsichtig bewegen, weil der sonst aggressiv wird? Oder mir fehlen die Erfahrungswerte, Leute. So, jetzt hier, hallo. So, jetzt? Oh. Wir können zwar nicht die Situation auf den Inseln replizieren, aber trotzdem müssen wir es den Sauriern hier in Arizona so komfortabel wie möglich machen. Sonnencreme und Drinks am Pool? Wie klingt das? Ist die Frage ernst gemeint oder nur ein Witz? Okay, Claire, fügen wir den Gehegen das bevorzugte Terrain hinzu. Wir können auch besser Fotos machen. Also seht ihr nicht, aber hier hat man auch die Möglichkeit, Fotos zu machen. Okay, rechte Maustaste, so. Sorge dafür, dass Baryonyx ein Komfort von 95% hat. Der hatte nur 78, ne? Also, genau, was sie gerade gelabert haben, wir sollen es hier einfach schöner machen. Wo ist er denn? Ist er ausgebrochen? Nee, da ist er. Ey, wie cool. Okay. 78. So. Wie finde ich jetzt heraus, was er braucht? Komfortabel. Keine Leiden entdeckt. Anziehungskraft. Ah, das ist attraktionsmäßig, ne? Territorium. Mittelgroßer Fleischfresser. Aha. Und harmlos. Verhaltensstufe 0. Ach so. Das ist kein... Aktueller Verkaufswert $422.000. Junge, ich weiß nicht, was ich Weihnachten zocken soll in der Weihnachtszeit. Das ist ja einfach nur noch geil. Okay, ich habe schon wieder richtig Bock, wie mit den Hasen. Wisst ihr noch? Richtig Money machen. Komfort. Kohabitation. Bereich. Bestand. Fels. Fels ist roter Bereich. Umgebung bearbeiten, Komfort beeinflussen. Ausmalen. Schlamm. Der braucht Schlamm. Hä? Hat das hier geklappt? Hä?
bin ich dumm? Ich glaube, das ist schon Schlamm, oder? Hä, verändert sich hier was? Ja, doch schon, so ein bisschen, ne? Wie fühlst du dich? Ist jetzt besser? Aber ich dachte, Felsen braucht er. Ich glaube, also hier steht ja auch Ausmalen und hier ist so ein Pinselsymbol. Ich hocke jetzt ein bisschen davor, aber dann ist das halt mal so. Dafür habt ihr auf der anderen Seite immer die Ziele und Money und so. Also hier sind Felsen. Na gut, einmal damit ihr das gesehen habt. Hier sind jetzt Felsen. Ich würde da einfach mal jetzt Felsen platzieren, oder? Vielleicht auch so halb im Wasser. Ist doch cool, oder? Guck mal, 11%. So, da wird doch ein Schuh draus. So. Wir machen hier so ein bisschen, ne? Können die auch so ein leicht ineinander? Nö. Cool. 96. Guck mal, der pennt der jetzt? Ach, die müssen ins Wasser? Nee. So ein richtig fetter noch. So, 100%. Schön. Geil. Geschafft. Oder nicht? Also er hat über 95. Hier steht übrigens noch was. Hauptziel, Missionsverlauf. Cabot Finch und die Naturschutzbehörde sind in der Wüste von Arizona angekommen. Eine Basiseinrichtung wurde gebaut und die Experten Claire Daring und Owen Grady sind bereit, bei dem ersten Lebendfang zu helfen. Diese Mission schlägt fehl, wenn einer der für diese Mission benötigten Dinosaurier getötet wird. Gut. Mission, Anlagedetails, Finanzen. Okay, cool. So, jetzt läuft da die Zeit ab. Ach so, er muss 30 Sekunden 95% oder mehr haben wahrscheinlich. Oh Gott, ich sitze noch in der Mitte, ey. Wie unangenehm. Ich mache hier mal einen Tucken kleiner, ne? Oder? So. Wir müssen diese Saurier genauer überwachen. Dazu brauchen wir einen Ranger-Posten innerhalb des Geheges. Klingt verrückt, ich weiß. Aber das klappt. Vertrau mir. Baue einen Ranger-Posten im Gehege. Weise ein Ranger-Team an, am Ranger-Posten zu patrouillieren. Ey, aber ich frage mich die ganze Zeit, ist das nicht übergefährlich? Okay, der hat auch Reichweite. Das heißt, hier wäre am besten. So. Jetzt ist da irgendwas Rotes. Kein Ranger-Team zugewiesen. Also anklicken. Ranger-Patrouillen anzeigen. Ich kann mich auch gerade nicht bewegen. Okay, wo sehe ich denn meine Ranger-Teams? Also, nee. Hier, ne? Aufgabe hinzufügen. Ranger-Patrouillen anzeigen. Zuweisen. Ranger-Posten 1. Das meine ich mit intuitiv. So ist es sehr selbsterklärend. Die Berichte sind vielleicht richtig, aber sie zeichnen kein vollständiges Bild unserer aktuellen Lage. Wütende Saurier laufen herum. Was ist da los? Sie sind nicht wütend. Sie handeln einfach instinktiv. Je bedrohter sie sich fühlen, umso feindseliger werden sie. Vor allem, wenn es um ihr Überleben geht. Es geht auch um unser Überleben. Ja, aber das wissen nur wir. Na, für den Moment. Wir werden einen der Saurier vom Helikopter aus betäuben und ihn mit einem Transportteam zurück zur Einrichtung bringen. Gut, dann los. Imagine, du bist einer der Fische. Hey, wie kann denn die Grafik so gut sein bei so einem Spiel? Junge, die fahren da immer durch den Stein. Ich denke mir die ganze Zeit so übergefährlich. Oh mein Gott. Oh oh. I knew it. Nein. Mach das Tor zu. Ist ja alles gut gelaufen. Okay. So, jetzt habe ich... Also, ich gebe es zu. Ich habe jetzt nicht übertrieben viel aufgepasst. Aber ich glaube, wir sollen einfach Triceratops jetzt hier einfangen. Abfahrt. So. Finde und betäube die folgende Spezies in der Umgebung. Triceratops. Ich bin ja nicht so der Triceratops-Fan, ne? Gibt ja immer so Team Triceratops und Team T-Rex.
Ne? Aber T-Rex finde ich jetzt auch nie so geil. Aber ich glaube, da bin ich einfach ein scheiß Snowflake. Naja. Uno. Zack. Oh. Alter, der haut jetzt rein. Zack, Treffer. Jawohl. So. Jetzt, der bleibt ja liegen eine Weile, oder? Hey, könnt ihr euch nicht drehen? Geht doch. So. Okay. Genau. Gehege? Nee. Die anklicken? Nee. Wie war denn das nochmal? Ach ja, hier. Transport. Ich habe doch gar kein Gehege. Vertragen die sich? Finden wir es heraus. Kann ich beide nehmen? Nee. Oh, Scheiße! Baue ein neues Gehege und transportiere die Spät... Nein! Abbruch! Nicht da rein! Abbruch! Abbruch! Nein! Digga! Nein! Der wird so aufgefressen! Nein! 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 Hör auf! Option. Saurier auslagern. Scheiße. Nein, Produkt nicht unterwegs, bitte. Abbruch. Abbruch. Ich hab so Scheiße gebaut. Ich hätte nur ein bisschen besser... Also, ja, bin ich jetzt auch selbst schuld. Das ist ja komplett Scheiße gelaufen jetzt. Bitte. Nein. Können wir den schnell betäuben? Schnell. Er schießt ihn. So. Ciao. So. You imagine? Ich bin von der Naturschutzbehörde und ich hau den Typen hier in das Gehege, ey. Ja, geil gelaufen. Okay, muss ich den jetzt nochmal betäuben? Ach du Scheiße. Nein, nein, nein. Nochmal abknallen. Wie lange liegt der da? Eieieiei. So. Zugeschlagen. Treffer. Okay. Transport. Abflug. Versperrt? Dahin. Ja, jetzt aber Eier. Oh, jetzt kommt noch der Ranger. Jetzt gerät alles. Also... Junge. Okay. Bau ein neues Gehege. Ja, easy. Isoliere die folgende Spezies von allen anderen. Triceratops. Gut. Gehege bauen. Gebäude, Gehege. Deswegen hatte das geleuchtet. Ich war so verwirrt. Zäune, Tor. Ja, erstmal ein Tor. Klar. Ah, da muss ich einen Zaun für haben, ja? Ah, nee, ich habe ja ein Tor. Okay. Ja, ich würde das hier dran bauen, klar. So, wie viel Platz brauchen die denn? Ah, weiter geht gar nicht. Naja, deswegen, ne, so semi... Ach so, nee, ich kann immer nur eine gewisse Länge... Ist das schlau, dass die direkt die Nachbarn sind vom anderen Dude? Das rastet sehr nice ein. Also man hat immer ein gutes Gefühl, dass das symmetrisch ist. Das ist mir immer sehr wichtig. So, wann wacht er auf? Ist er dann... 8 Minuten. Das dauert ja zig Jahre. Gut. Dann bitte jetzt alle da rein. Zustellung wurde abgeschlossen. Warum versperrt? Jetzt. Nee, doch. Produkt muss eingesammelt werden. Ja. Sehr gut. Jetzt der... Und der. Ich find's auch nice, dass... Ist er gestorben? Ah,
nee, der ist ja wieder wach. Direkt neben der Anlage. Oh. Warte, ich gebe dem mal eine Aufgabe. Ah, nee, auffüllen. Nee, okay. Das muss man selber machen. Na gut. Abflug. So. Erschießen. Treffer. Schön gepackt hat er sich. So. Transport. Können ein bisschen eng sein, oder? Für drei. Naja. Passt. So, jetzt muss ich das doch bestimmt schön machen. Also die können, glaube ich, keine Wüste gebrauchen. Junge, ey, richtig. Was ist, wenn ich mich hier so ein bisschen umgucke? Entdecke ich dann noch? Okay, weiter kann ich nicht. Produkt wird transportiert. Hier ist so eine unsichtbare Barriere. Könnt ihr schwer nachvollziehen, aber hier komme ich mit der Kamera an sich nicht weiter. Ja, aber ich sehe jetzt hier keine... Ja... Ich frag mich, ich habe jetzt schon Bock auf einen Sandkastenmodus. Sandkastenmodus, heißt der so? Sandbox Mode. So. Ja, dann bauen wir hier direkt wieder so einen Posten. Dann. Der kann. Also ein so ein Jeep kann eins von fünf. Fünf Patrouillenaufgaben haben, ja. So. Fertig, ne? Einfach nicht. Easy. So. Jetzt Komfort. Genau. Das machen wir jetzt, indem die da hinfahren, richtig? So, die fahren jetzt erstmal zu ihm. Jojo, der ist... Sicherheitsbewertung 4. Ja, aber meine Zäune haben doch nur 2, oder? Ist das die Sicherheitsbewertung dieses Zaunes? Weil der... Braucht doch 4, oder? Leiden, keine, sehr gut. Ich kann auch krank werden. Gut. So, dann Ranger. Ich habe jetzt mal vorgespult. Zip. Genau, der Luschert da. Hat das geklappt? Ja, 2 haben schon nicht mehr das Symbol. Ja. Okay. Oh, oh. Oh. Okay. So. Die brauchen Wasser? Insgesamt würde ich sagen, dass sich die Situation verbessert. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in den Griff bekommen. Aber ich mache mir auch Sorgen. Insbesondere um die Biodiversität. Ja, ich auch. Doch jetzt sollten wir die Saurier erst einmal in Sicherheit bringen und zusätzliche Beobachtungsgalerien zur Überwachung der Tiere bauen. Ja, warte, erstmal mache ich denen das hier schön, ja? Territorium. Saurier der gleichen Art bilden ein Territorium um sich herum, während sie sich bewegen. Ach, die bilden das quasi, das wird immer mehr zu deren Territorium. Saurier beachten bei der Bestimmung ihrer Komfortstufe nur den Bereich innerhalb ihres Territoriums. Gut. Territorium, das nicht häufig besucht wird, schrumpft im Laufe der Zeit, um den neuesten Änderungen der Umgebung der Saurier zu entsprechen. Okay. Gut, jetzt baue ich erstmal diese... Nee, ich mache jetzt erstmal eins nach dem anderen. Also, das heißt, ich klicke die an, dann gehe ich auf Komfort und dann sehe ich, was sie brauchen. Erstmal ein bisschen Wasser. Das heißt, wir machen hier Wasser. Richtig? Wasser. Wie mache ich das? Höhenlinien aus, Radius. Ich mach mal so ein Flüsschen, oder? Ah. Aha. So. Schön. Ne? Dann, was brauchen... Hat er sich gerade hingelegt? Schön am Kratzen. Ja, Wasser super. Jetzt fehlender gemahlener Faserstoff. Gemahlener Faserstoff? Achso, warte.
Das wird direkt ausgewählt, glaube ich, was die brauchen. Oder? Weil ich bin jetzt bei Faserpflanzen im Reiter. Und da steht ja auch gemahlenes Blatt. So. Hier so lagunartig, richtig schön. Gucke mal. Ui, schön. Schön, oder? Hier auch so ein bisschen. Ist das jetzt geil? Aha, nee, da geht noch mehr. Geht noch mehr. Aber kann ich jetzt auch zum Beispiel gemahlener Faserstoff? Aha. Ja, ich brauch doch gemahlener Faserstoff. Ist das irgendein Übersetzungsfehler? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Fehlender gemahlener Faserstoff. Ja, dann war jetzt eben nicht das Richtige ausgewählt. So, dann switche ich dahin mal. Aha, das ersetzt das auch teilweise. Gut, okay. So. Ist alles so wüstenmäßig. Ist ja ungeil, oder? Besser? Ja, 100. Okay. Und die fressen jetzt so ein Zeug, ja, oder wie? Ja, sehen glücklich aus, finde ich, ne? Ja, super. Was ist denn da dran? Irgendwelche Pilze, ne? Gut, siehst du, so einfach sind Dinos glücklich zu stellen. Stelle sicher, dass die Triceratops von einer Beobachtungsgalerie für Forschung aus sichtbar sind. Anlagen. Beobachtungsgalerie für Forscher. Eine Plattform, von der aus Agenten Saurier aus nächster Nähe sehen können. Saurier tragen nur dann zur Aktivpostenbewertung bei, wenn sie vor kurzem sichtbar waren. Kann für eine Sicht aus nächster Nähe direkt an Gehegezäune angeschlossen werden. Achso, ich hätte jetzt gedacht, dass das so in die rein muss. Ah, okay. Gut. Machen wir... Ah, jetzt habe ich hier mit dem Wasser, ne? Ja, schwierig. Also das... Achso, nee, andersrum. Umschalten. Nach rechts drehen. So. Aber hier wäre doch super. X. Zu nah an TRC-002. Ach, da geht gerade einer. Das ist TRC-002. Komm, verpiss dich mal. Er steht genau da, wo es... Ja, sehr gut. Gut. Jetzt. Abfahrt. Oh, oh. Was macht der Ranger? Wird aber schnell gebaut. Ich warte immer noch darauf, dass meine Ranger irgendwie angegriffen werden und es irgendeinen Zwischenfall gibt. Das würde mir persönlich am meisten Spaß machen, bin ich ehrlich. So. Das muss ich jetzt nur an den Weg hier knüpfen, ja. Schön rechter Winkel. Das ist nice. So. Okay, und da können die jetzt chillen und luschern, ja? Schön. Da so viele Tiere frei herumlaufen, müssen wir so viele wie möglich einfangen. Wir können unsere Bemühungen von einem Expeditionszentrum aus koordinieren. Lass uns eins bauen und dann sehen wir weiter. Ja, die wollen ja alles einfischen, ja? Ja gut, wenn die hier so ein Dino eine 500.000 wert ist, gefühlt günstig. Für so einen fetten Oschi hier, Alter? Ich meine, wir reden von einem Dino. Ha, guck mal hier genau richtig rum. Jo, wer sind die denn? Sind das meine Forscher? Die kommen gerade aus der Mensa, ja? Ja, gut. Okay. Was soll ich machen? Baue dieses betriebsbereite Gebäude, Expeditionszentrum. Ermögliche es, Wissenschaftler aus Lebendfang-Expeditionen zu schicken. Hey, das heißt, die machen das automatisch? Hey, ich hab doch schon eins. Ist das nicht ein? Nee, das sieht anders aus. Okay, kann ich das drehen? Schön. Ja, machen wir mal so.
Schön. Ne, schöner wäre gewesen, hätte ich das hier direkt, hätte ich eine richtig schöne, cleane Kreuzung gemacht. Aber ich wollte das hier nicht zu viel dazwischen haben. Kann ich hier auch Bäume machen? Das sieht scheiße aus. Ja. Ja. So, guck mal. Vielleicht hier so ein paar Kalamiten, genau, die kenne ich ja. Nee. Ich kann die Saurier verfolgen, aber zu ein bisschen Hilfe sage ich nicht nein. Claire meinte, es gäbe da ein paar Kandidaten. Wissenschaftler. Hoffentlich ist da einer, der so hart im Nehmen ist wie ich. Wissenschaftler. Wissenschaftler sind wichtige Angestellte, die Spezialaufgaben übernehmen. Durchsuche die Rekrutierungsseite, um zu sehen, welchen Wissenschaftler angestellt werden können. Welche? Wissenschaftler haben drei Arten von Fähigkeiten. Logistik, Genetik und Wohlbefinden. Jede Aufgabe hat eine Reihe von Fähigkeitsvoraussetzungen, welche die zugewiesenen Wissenschaftler erfüllen müssen. Das Überschreiten einer speziellen Fähigkeitsvoraussetzung verringert die Dauer der Aufgabe. Check. So, jetzt sieht das hier auch mal ein bisschen hübscher aus. Ja, wir wollen so in der Wüste arbeiten. So. Okay, rekrutiere im Kontrollzentrum einen neuen Wissenschaftler. Das ist das hier? Das ist mein Hauptgebäude quasi, ja? Was ist das hier eigentlich? Ankunftsort. Ach so. Ja, wir sind ja mitten in der Wüste, klar. So. Wissenschaftler ansehen. Neun hinzufügen. Junge, das ist einfach... Echtbilder sind, oder? So, ja, das ist ja wieder typisch, ne? Von wegen Gehaltsniveau. Naja. Wir stellen auf jeden Fall eine Frau an. So, was können die denn? Logistik? Logistik. Ja, wir können die ja fortbilden. Ne? Dann machen wir unseren Beitrag, wenn ihr versteht. So. Siehst du das, Claire? Ja, na klar. Dies ist unsere erste Gelegenheit für einen Lebendfang. Das müssen wir sehen. Weise dem Wissenschaftler, den du gerade eingestellt hast, diese Aufgabe zu. Okay. Owen, bist du da? Du bist noch stumm geschaltet. Entschuldigung. Ja, gute Idee. Was haben wir zu verlieren? Naja, außer einem neuen Rekruten. So, Expeditionskarte ansehen. Dringende Nachricht. Vorfallalarm. Ein Saurier bei Las Vegas ist gefährlich nah an Menschen herangekommen und unsere Agenten wurden gewarnt. Es wurden zwei Verletzte gemeldet. Wir müssen ein Lebendfangteam losschicken, um die Gefahr einzudämmen. Ich habe das Gefühl, ich muss den zweiten Film gucken. Also anscheinend sind die Dinos von ihrer Insel jetzt aufs Festland gekommen. Irgendwas hat dazu gesorgt. Zum Vorfallalarm. Wähle einen Wissenschaftler, der die Lebendfang-Expedition überwacht. Ach, das sind also so externe Missionen, wo ich Leute wegschicke, ja? Gut. Aha. So, Anforderung 2, Logistik 2. Ja, hat sie ja. So. Nehmen wir. Kostet 50.000 oder bringt ein? Kostet, okay. So. Bevor die Fernfangteams zurückkehren, sollten wir Gehege für die Saurier vorbereitet haben. Wie eine Art Willkommen zu Hause. Okay, machen wir. Das heißt, ich baue jetzt ein Gehege. Aber, ja gut. Dann baue ich das hier gegenüber, oder? Ja. Hier, Tür, Tor schön weit vorne. Wobei, warte mal. Ach, es gibt auch ein... Ach, Zäune, ich kann hier umschalten. Gut, seht ihr jetzt wieder nicht. Ich kann hier umschalten zwischen Zäune und dem Tor. Okay. Was ist das jetzt für ein Radius hier? Ach, der Strom. Gut. So, kann ich hier sagen, dass es genau hier auf derselben Linie ist? Nee, ne? Na gut. Eieiei. Ja, das hätte ich jetzt schon noch gern, dass das ungefähr dem gleichen Winkel entspricht, ne? Na gut. Ach, der braucht Strom. Okay. Warte auf Lieferung des gefangenen Stegosaurus. Oh, das ging jetzt schnell. Ja, klar. So.
Da ist jetzt eine Lücke dazwischen, aber ist egal, oder? So, ich mach das jetzt. Ja, schön. Ist ja nur einer. Aber wir machen schon mal größer. Wir haben ja genug Money. Ja, also wir haben wirklich genug Money. Ja, warte. So. Leben fangen. 4! Oh! 4 Stegosaurusse. Okay. Alle gefangen mit dem einen Helikopter? Stegosaurus wird an den Park geliefert. Bist du bereit, ihn zu transportieren? Nein. Gib mir 2 Minuten. Warte, Pause. So, erstmal brauche ich Strom. Wie kann ich denn das Stromnetz erweitern? Auffüllen? Ach, der läuft mit Treibstoff. Okay, wo war das? Gebäude? Nee. Strom, klar. Das heißt, ich baue hier einfach noch einen, oder? Ich muss ja noch ein bisschen weiterdenken, wortwörtlich, ne? Aber es reicht ja, wenn der nur... Wenn da einer in der Nähe ist. Gut. Dann würde ich den wahrscheinlich in weiser Voraussicht hier so hinmachen. I don't know. Nee, ich mach den hier hin. Oder? Außerhalb des baubaren Bereichs. Oh. Okay, ich mach den erstmal hier hin. So. Gut, jetzt wird er gebaut. Notfallgeneratoren. Ja, habe ich ja. Notfallgeneratoren verbrauchen Treibstoff, während sie für Strom sorgen. Also nutze sie mit Bedacht. Platziere Notfallgeneratoren und wichtige... Ja. Okay, aber Treibstoff... Muss ich mich da auch drum kümmern? So. Jetzt gerne... Genau, ich bin jetzt bereit. Ich mache schon mal ein bisschen Wasser. Water. Nee. Schön Berg auch so ein bisschen. Guck mal, dann... Ist doch gut, oder? So. Water. Eine kleine Lagune. Ja? So. Schön. Toll. So. Wie geht's meinen kleinen Triceratops? Alter, die ist aber mutig, Digga. Jo, wie der ihn anguckt. Huch. Wo ist er hier? Oh, 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 oh. Digga, ich würde jetzt reinhauen. Ich würde jetzt wirklich reinhauen. Yep. Oh, da geben sie Vollgas. Oh, die geraten aneinander, ne? Was ist denn da los? Lol, das hat aber richtig gut funktioniert mit den Physics. Die waren echt ein bisschen verhakt ineinander mit dem Geweih. So, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ach, da. All good. Oh, kackt er? Ja, hat sich hingechillt. Gut, dann erhöhen wir mal Geschwindigkeit. Toll. Oh, was ich auch schon mal machen kann, ist so ein Dings bauen. Ach so, brauchen die nicht was zum Füttern? Futter? Nee, ne? Gut. Saurier transportieren. Ja, hierhin. Transport hat begonnen. Transport im Gange. Alter, da kommen die angezwitschert. Junge! Die werden ja gechoked. Holy shit! Ist das... Alter. Oh, Junge. Die Musik ist gerade sehr passend. Alter, choke me, Daddy. Heftig. Gut. Dass sie es so überhaupt überleben. Ich meine, die sind hier so am Heli. Okay, mach ich mal schneller. Wo ist der vierte? Produktzustellung bestätigt. So. Bestätige Produktzustellung. Genau. Ich muss jetzt erstmal das hier bauen. So. Wo sind meine Ranger? Da. Abfahrt. Ey, jetzt ist hier aber schon richtig Betrieb. Hier waren eben echt ein paar Leute, ne? Sind hier jetzt eigentlich welche drin? Jo, da chillt einer. Geil.
Schon mit dem Notizheft, ne? Zustellung abgeschlossen. So. 4 Stück, krass. Wenn man die auswählt, kann man halt richtig nah ran. Nice. Okay. Wer beobachtet wen? Ich verstehe nicht, Owen. Na, die Saurier beobachten doch sonst immer uns. Also, sollten wir nicht sie beobachten? Junge, ja, ich habe eine Straße gebaut. Sobald die Saurier in ihren Was ist mit dem? Sind, sollten wir Beobachtungsgalerien errichten. Das meinte ich. Aber du hast es gesagt. Die sind immer sehr mutig. Okay, wäre jetzt schneller gegangen, glaube ich. Oh Gott, ey. Junge, irgendwann knallt es hier in dem Park. Ist ja noch kein Park, ne? Ist ja eine Auffangstation oder so. Okay. Jetzt soll ich hier auch eine Beobachtungsgalerie bauen. Check. Aber, also, ich würde auch schon gerne wissen, was das jetzt so bringt auf Dauer, ne? So. Ei, das könnte unschön werden. Naja. Passt, oder? So, wir hören mal Tempo. Hey, jetzt ist der Jeep wieder da drin. Oh mein Gott, die werden verfolgt. Der ist... Oh, nett von ihm, dass er... Der wäre ja so ausgebrochen. Die auch alle ganz entspannt, während das passiert. Alter. So, jetzt Abfahrt. Jawohl. So, dann check die mal ab. Oh mein Gott! Was? Weil er da so weiter drauf. Erstmal rückwärts. Junge, die Tür. Das ist Umweltverschmutzung. Die Musik so richtig friedlich. Wisst ihr, wie ich meine? So. Die brauchen auch gemahlene Fasern und gemahlene Frucht. Hier ist auch gemahlener Faserstoff dabei. 2, aber hier ist 3. So, ich mache das hier richtig schee, ja? Ich glaube, ich könnte auch einfach mal den Pinsel vergrößern, aber gut. So, und was noch? Ach, die sind sogar markiert. Hier sind so kleine Markierungen. Hier und da. Ist es also aber gemahlene Frucht? Ah, ich kann runterscrollen. Haha, guck mal. Ich kann runterscrollen. Obst- und Nusspflanzen. Ja, guck mal, es sind auch immer so Pfeile, wie schnell das wahrscheinlich nachwächst. Oder wie viel davon in dieser... okay. Ja, hier, schöne Nüsse. Toll. Gut. 95. Ja, reicht ja. Ne? Sicherheitsbewertung 5. Na, ein bisschen gemahlene Frucht brauchen die schon noch. Radius. Oh. Ja, das besser. Schön. Das doch besser. Ja, 51. Schön. Geil. So, erhöhen wir mal Tempo. Nice. Oder jetzt knallt es hier mal hoffentlich. Nö, okay. Der fährt wieder durch den Stein. Owen? Owen, wir haben ein Problem. Ich gebe mir Mühe, Claire, aber so bin ich nun mal. Sandsturm? Ach so, die Saurier. Erzähl mir etwas Neues. Okay, wie wäre es damit? Ein riesiger Sandsturm bewegt sich auf uns zu und könnte die Einrichtung auslöschen. Ohne Strom wäre die Sicherheit der Saurier ernsthaft gefährdet. Okay, ja, und hör mir unsere... zu, Claire. Wir schaffen das. Habe ich dich jemals im Stich gelassen?
Eigentlich. Woher habe ich die ganze Knete? Ich hatte doch nur 3 Millionen. Wir werden alles tun, was wir können. Wir haben Schlimmeres überstanden. Was ist schon ein bisschen Sand? Sandsturm im Gange. Okay, also. Zäune mit niedriger Sicherheitsbewertung können nicht viel gegen randalierende Saurier ausrichten. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass... Ja, jetzt aber alle... warte mal. Kann ich den nicht erschießen jetzt? Nö, ich lasse den mal. Ich muss schon sagen, dass mich unsere aktuelle Lage sehr beunruhigt. So gern ich auch helfen würde, ich bin ein wenig eingespannt. Also, wer wird die Saurier beschützen? Unser Personal? Ja, natürlich. Das versteht sich von selbst. Ich erwähne es trotzdem. Es wäre einfach nur eine Tragödie, diese Tiere wieder zu verlieren. Und mit Tragödie meine ich einen großen finanziellen Verlust. Und natürlich eine Blamage für die Verantwortlichen. Menschen wie Sie? Nun, eigentlich genau ich. Wie vermeiden wir das also? Schritt 1, die Nachzügler einsammeln und alle Saurier wieder in ihre Gehege bringen. Dann können wir an unserer Sicherheitsbewertung arbeiten. Alles klar? Ja, den Plan kann ich befürworten und später die Lorbeeren dafür ernten. Lorbeeren, da sind gerade 2 Leute zertrampelt worden. Öffne deine Schutzräume bei gefährlichen Stürmen und Saurierausbrüchen. Ja, das stand auch vorhin überall, aber, also, was heißt, an irgendeiner Stelle hatte ich das eben gelesen, aber ich wusste jetzt nicht, wo und wie. Um einen Rückgang deiner Sicherheitsbewertung zu vermeiden. Betäube jeden wütenden Saurier schnell mit dem Zielmodus oder der Zielerfassung. Ja, hatte ich auch eben überlegt, aber ich wollte das jetzt einfach mal sehen, was passiert. Transportiere Saurier zurück, ja. Tobende Saurier können Teile deines Gehegezauns beschädigen oder zerstören, eine offene Bresche hinterlassen. Kann man so bei dem Sandkasten-Modus, Sandbox-Mode, so Voreinstellungen machen? Kann man gleich mal gucken. So zum Beispiel, dass man die Schwierigkeit einfach alles am Laufen zu halten extrem hoch stellt. Das wäre, glaube ich, mal ganz witzig. Wähle mit R eine Unterstützungsanlage aus und nutze ein Ranger-Team, um manuell Reparaturen zu beginnen oder weise ihnen Reparaturaufträge hinzu. Okay. Also, als erstes, wir haben keinen Schutzraum. Pech gehabt, ne? Jetzt rennen hier alle Menschen einfach rum, oder? Ne, das ist doch einer. Schutzraum öffnen. So. Dann. Direkte Steuerung. Aber übel nett von ihm, dass er bisher nichts hier gemacht hat, ne? Machen wir ihn mal sauer, während Leute um ihn herum sind. So. Jetzt kann ich hier einfach anklicken und sagen, jo, repariert mal, das wäre cool. Nee. Gut, dann Ranger. Aufgabe. Reparaturzaun. Reparaturzaun. Fertig, ne? Die anderen Zäune sind heile. Gut. Gut, dann mach mal. Schön auf Französisch einmal. Jo, das ging schnell. Jo, das hat der... Wie hat der das denn gemacht? Okay. So, und du wieder rein. Das muss auch ihn... Das muss das Tier auch sehr stressen alles. Finde ich nicht gut. Abfahrt. Ja, geil. Haben wir das auch mal gesehen? Nice. Okay. So, dann können wir den wieder aufmachen oder beziehungsweise schließen. Ne? So. Gut. Was ist hier jetzt? Notfallgenerator. Ja, ich habe keinen Streibsch... Auffüllen. Aha, siehste. Junge, wie viel kostet das? Schöne neue Welt abgeschlossen. Easy. Geil. Arizona war sicher. Die Saurier waren sicher.
Finch und die Naturschutzbehörde hatten alles, um die Bürokraten fernzuhalten. Als ob man so einen Krieg gewonnen hätte. Aber die Zukunft war etwas ganz anderes. Die hätten wir auch noch einfangen können. Scheiße. So, jetzt Washington. Vor kurzem haben die Behörden einen Ring aus von Saurierwilderern zerschlagen. Gibt's bei jeder Mission hier so Cinematic? Und ich muss sagen, Voice-Over auch mega gut. Musik mega gut. Zeit, um dich einzuwerfen. Grafik mega gut. Die Situation im Fluss. Gameplay-Mechaniken fand ich jetzt voll nice. Einige der Tiere die Grenze überqueren könnten. Aber war natürlich auch nur angekratzt, ne? Also kann man jetzt schwer sagen. Wir, das ist die CIA. Meine Sektion ist die AGA, die Abteilung für gefährliche Arten. Ich bin Dr. Dua. Ich verfüge über umfangreiches Wissen in Paläoforschung auf genau diesem Gebiet, bei Jurassic World und an anderen Orten, über die ich leider nicht sprechen darf. Oh, aber ich kenne sehr viele von den Leuten, die hier arbeiten. 52? 51. Oder was davon übrig ist. Oh lol, das ist ein Carnosaurus. Sie haben es nur geschafft, dass sie selbst und andere umgebracht wurden. Und unsere Arbeit noch viel schwieriger gemacht. Ein wilderer Lager, krass. Na gut, Leute, ich würde hier erstmal ins Hauptmenü zurück. Das war natürlich jetzt nur angekratzt. Ich habe jetzt aber mega Bock, selber mal einen Park von Grund auf zu machen. Und ich will auch die wirtschaftlichen, die finanziellen Probleme und so nach und nach upgraden. So Sandkasten will ich jetzt einmal wissen. Kanada, Deutschland, Cornwall und so weiter. Krass, das muss man alles freischalten. Nee, das sind Herausforderungen. 1 von 5. 0 von 4. 1 von 5. Ah, Arizona haben wir auch. Ach, krass. Okay, das heißt, so Arizona haben wir jetzt freigeschaltet, weil wir das eben in der Kampagne gespielt haben. Und jetzt kann man hier Voreinstellung treffen. Gebäude aus Jurassic World, Gebäude aus Jurassic Park, Naturschutzbehördegebäude, alle Gebäude, Mitarbeiter und Gäste, okay, kreativ, Standard, Benutzer definiert, Saurier-Temperament, Saurier-Bedürfnisse, Stromanforderungen, Saurier-Gesundheit. Und jetzt kann man sogar bei Benutzer definiert genau das, was ich wollte. Man kann sogar Farbkorrektur, also so der Look. Wetterstufe. Häufige Stürme, kein Wetter, ruhig, seltene Stürme. Standard. Synthese-Fehlschlag. Saurier verhungern. Saurier verdursten. Okay, hier hat man einiges. Okay, krass. Na gut, das wollte ich nur noch mal gucken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, sollte euch auch was daran liegen an dem Game und ihr wollt es mal ausprobieren, könnt ihr gerne den ersten Link in der Videobeschreibung nutzen. Kommt ihr zum Epic Game Store, könnt ihr gerne meinen Creator Code verwenden, Hand of Blood. Und wir sehen uns ansonsten im nächsten Video. Tschüssi.